Nein! Alter, wie hier der Boden wackelt. Ja, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Alter, der macht hier den Boden kaputt. In der Tat. Oh lol. Alter, das war knapp. Oh nein, Baum im Weg. Oh, da war mal ein Baum im Weg. Hat jetzt den Baum kaputt gemacht. Alter, ich kann da nicht gegen heilen. Alter, haut der rein, ey. Alter, ich hab noch 17 Leben. Leute, ich zieh den mal ein bisschen durch die Gegend. Mann, wie der da alles zerstört, der kloppt ja alles kaputt. Oh, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Mich kloppt er jetzt kaputt. Ja, Siki. Sind wir nicht da wieder in der Nähe gespawnt? Nein. Oh Mann, wofür ziehen wir den denn dann dahin? Bei mir steht noch nicht mal, wie viel Life der hat. Ihr könnt den Angriff noch ausweichen, ne? Der Leute, ich bin tot! Ja, oh, nice, ist also tot. Down. Alter, nice. Oh, nice. Alter, das war mal schon ziemlich nice. Und da gekriegt. Ein Bumerang für den Ranger. Alter, das war über ein Level. Zack. Fett. Ja, 323 XP, ne? Das ist schon mal eine Ansage. Das ist ein Level. Voll gut, ich bin gleich schon wieder nächstes Level. Alter, pro Level, was man auf Reiten macht, kriegt man 5%. Bitches, mehr. Was geht ab? Ich reite auf meinem Bunny. Ich will auch. Hast recht, mit den Ohren, das kommt hin. Für ein Zwerg. Ich will auch. Achso, du meinst bei deinem Alpaka. Ja, geil. Ja, ich kann jetzt auch reiten, aber ich habe kein Pad. Ja, wir haben beide kein Pad. Wie kommt man denn? Achso. Hier liegt übrigens noch ein Bumerang für den Ranger. Mhm. Was hatten wir denn noch? Ne, kann ich nicht. Das ist LOL. Nice, die sehen geil aus. Bams. Mal neue Schultern, ey. Cool, die haben so grüne Ecken dran. Es ist so dunkel. Nice. Dann ist hier noch ein Bogen. Lol, das war tatsächlich der Gegner, weil die Quest ist weg. Ja. Und hat keinen Wind Spirit gedroppt, das ist natürlich ärgerlich. Und ich glaube, das war es. Nee, ich brauch jetzt auch mal so einen Bunny, ey, ohne Spaß. Ja, ich lauf dann zur Stadt, ne, wir sehen uns dann nachher da. Aber das sagt er halt überhaupt nicht. Aber wo ist denn die Stadt? Blöd ist nur, von meinem Packer aus können wir nicht. Achso, doch, wir können instant kämpfen dann. Gut ist, glaube ich, dass der NPC uns geholfen hat, ey. Alter, die Stadt ist so krass weit entfernt, leck mich mal am Arsch. Alter, ohne Quatsch. Wie war das dann? Such mal einfach eine neue. Das Schöne ist, bis wir jetzt wieder in der Stadt sind, ist es halt erstmal dunkel. Wir haben gerade mal 22, wie weit die weg ist. Das ist weiter als vorhin, oder? Ja. Krank. Okay, Bitches, wie ist der jetzt? Plan? Ja, gute Frage. Wie viele Punkte hast du in Riding gesteckt? Sind wir gleich schnell, Christian? 2. Ach Gott, das heißt, du hast da einen mehr als ich. Ja, dummerweise habe ich aber in Climbing erst 4. Das heißt. Doch, da kriegst du mit dem nächsten Level ein. Ja, mit dem nächsten Level. Das heißt, du hast. Muss ich immer wieder was für meine Klasse tun. Du hast 7% mehr als ich. Für Geschwindigkeit. Das ist schon ein Stück. Naja, auf Dauer. Ja, gehen wir jetzt einfach in die Walachei oder machen wir da jetzt? Ich weiß es nicht. Ich warte da noch ein bisschen auf Ansage von den. Ich finde allerdings auch ein bisschen übel, muss man sagen, dass man, wenn dunkel ist, auch die Minimap oder die Map nicht mehr sieht. Ja, die Map, ich will Map überhaupt nichts mehr erkennen. Ach so, wenn du da so ranzoomst, meinst du? Ja, stimmt. Wenn du ranzoomst, klar, aber wenn du rauszoomst, siehst du halt nichts mehr. Auf die Namen halt. Ist die Dunkelheit.
Ja, mach mal, laufen wir zurück zur Stadt oder laufen wir irgendwie weiter? Ich weiß immer noch nicht, ich warte immer noch auf die Dirty Peasants ohne Reittier. Eigentlich macht das eher Sinn, weiterzulaufen. Ja, vielleicht erstmal zurück zur Stadt oder so. Gut, wir sind uns einig. Okay, wo müssen wir dann hin? Richtung... Vielleicht finde ich ja unterwegs noch einen Bunny. Wofür, für welche Tiere? Hast du denn eine Karotte? Ja. Für welche Tiere hast du denn, Sepp? Ein Pinguin und eine Taube oder ein Vogel. Haben wir einen Pinguin schon mal gesehen? Nee. Den Vogel habe ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, du kannst auf beidem nicht reiten. Das ist natürlich ärgerlich. Also zurück zur Stadt ist Südwesten. Das ist richtig. Du könntest auf dem Schwein reiten. Ja, hat denn einer ein Schwein-Ding? Nö. Na, die meint Bunny gebe ich nicht mehr ab. Jetzt habe ich das lieb. Aber nur so lange, bis ich mir was anderes holen kann. Aber pst. Nicht dem Bunny sagen. Nee, Christian, du hast noch zwei Tiere, oder nicht? Du kannst eins droppen, oder nicht? Ja, ich habe einen Bunny und einen Alpaka. Was ist Bunny droppen? Warum? Dann macht das keinen Sinn. Ja, dann kann ich damit bis zur Stadt laufen. Ja, und Hardy und gammelt Hardy? Dann hinterher, oder was? Hardy ist dann alleine. Hardy ist unsichtbar. Hardy ist unsichtbar. Hat Jas denn überhaupt geskillt? Ja, ja, ich brauche halt nur einen Bunny oder eine Fliege oder was weiß ich. Aber eine Fliege werde ich wahrscheinlich nicht riden können. Nee, wahrscheinlich. Ja, wir müssen doch dann eh jetzt hier zurücklaufen, oder nicht? Wie habe ich das verstanden? Zack. Ist zumindest eine Possibility. So, wer hat sich das jetzt. Hast du denn noch eine Möhre, Hardy? Ja. Ja, dann finden wir doch gleich noch Hasen. Ja, weiß ich ja nicht. Hier waren doch total viele auf dem Weg. Ja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir einen Hasen finden. Okay, good luck, see you in the city. Also Sepp hat jetzt beim Bunny. Wie reite ich das denn? Oh, mit R. Das ist jetzt natürlich voll geil, voll fies. Nein, wir sind ja genau so, die Hardy. Wow. Genau, Hardy, wir laufen dir eiskalt hinterher, wir überholen dich nicht. Aber das ist eine Fliege, die kannst du doch schon petten. Wir kämpfen dich jetzt nicht. Kämpfen können wir leider nicht, ich muss nur zugucken. Man kann on the fly aber kämpfen, Peter. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn du klickst, bist du direkt abgeholt. Ja, das ist gut. Boah, guck mal, wie wir hier. Was hier. Boah, geil, ey. Unsere Posse. Voll Schwein, die Gang, ey. Schweine treiben, ey. Voll die Gang. Ich hab das Gefühl, dass ich nicht allzu viel schneller bin als Hardy. Ich komme dem irgendwie nicht näher. Nee, nur 6%. Kommt ja auch drauf an, was Hardy auf seiner Ausrüstung und so an. Ja, stimmt, ich komme dem doch näher. Schneller hat. Oh, Hardy. Jetzt aber Gas geben. Und überholt. Lol. Ich bin also nach vorne geglitscht. Nicht geglitscht, das war meine Fähigkeit. Boah, ist ja fast wieder gar nicht dunkel. Ja, mehr. Ohne Scheiß. Also, Alter. Ich guck jetzt mal, ob das irgendwie was bringt, da kann man höher ziehen. Ey, man kann übrigens so. Flowers einsammeln, während man ridet. Ah, hier ist ein Vieh. Man kann man gar nicht höher machen, hat sich das schon mal erledigt. Hier ist ein Vieh. Oh, hier sind noch mehr Viecher. Hier ist ein Flitter, hier sind Flitter. Wow. Oh, hier ist. Okay, jetzt wird gebettet hier. Vielleicht hier oben oder unten? Da hab ich komplett aus den Augen verloren. Wo denn? Wir sind hier in so einer Höhle. Ja, reitet ruhig an den Iron-Deposits vorbei, ey. Das sind auch Helden. Ja, voll öde. Wo denn? Da sind keine mehr drin, die hab ich schon alle gelootet. Wir gehen einfach weiter und treffen uns hinten auf der Höhle. Den hab ich gerade gesehen. Alle gelootet, my ass. Kleine Elfenfrau. Peter, was sind das eigentlich für Wasserflaschen unter dem Alpaka? Oh oh. Wasserflaschen in Anführungszeichen, würde ich mal sagen. Christian zieht was hinter sich her. Nee, das habe ich von euch gekriegt. Lass mich das mal angucken, genau, mit den Wasserflaschen. Ey, wo soll denn da eine Wasserflasche unter dem Alpaka sein? Das sind doch so Wasser, also so blaue Dinger. What are you talking about? Unter deinem Pet sind doch so blaue. Ja, so, die kannst du, die musst du, das habe ich gelesen, die kannst du nur so lange verwenden, wie die Wasser haben. Ansonsten musst du wieder in so einen Fluss reingehen und warten, bis die wieder aufgeladen sind. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, die müssen immer mal was saufen. Was kannst du verwenden? Ach, Sepp. Boah, das mit den Laufwegen muss unbedingt gefixt werden. Das ist echt für mich ein bisschen ein Dealbreaker in dem Spiel, muss ich sagen. Ja gut, also vielleicht ist hier eine halbe Stunde durch die Gegend laufen, wäre schon ein bisschen scheiße. Ja, es gibt auf jeden Fall diese Portale,
die man finden kann, aber die sind erstens sehr selten und zweitens, selbst wenn du eins gefunden hast, werden die nur angezeigt, wenn du voll krass in die Karte reinsuchst. Müsste einfach mehr Städte geben. Leider so, dass Spiele, in denen, also Rollenspiele, in denen immer nur eine Stadt ist, meistens nicht so. Ja, oder zumindest mal ein Reisestein oder sowas, weißt du? So pornös. Na, schon ist Alpaka wieder voll. Sehr gut. Ach so, ah, daher stimmt, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Tschüss, tschüss. Kann man Alpaka auch klettern? Ne, aber ich kann klettern. Komm her, Alpaka. Oh, das ist voll geil. Du springst von deinem Alpaka ab, dann kannst du klettern und springst direkt wieder auf deinen Alpaka drauf. Ey, da oben wird gefightet. Alter, ich werd gefightet. Hä? Hä? Park-and-Ride-System hier bei den Pets. Alter, hier wird überall gefightet. Ja, ich laufe einfach dazwischen durch. Oh, alter Vater. Hier geht voll ab. Voll die Party-Night. Wir können uns hier gruselige Geschichten erzählen, während wir durch dunkle Wälder laufen, auf der Weg zur Stadt. Es war einmal. Also, da war ich in so einem dunklen Raum. Und da war noch ein Hardy drin, Johnny. Und der Hardy, der hat die ganze Zeit rumgeschrien und hat gedacht, der Bram wäre da noch drin. Das stimmt. Und dann hat Hardy eine halbe Stunde stillgelegen. Und irgendwann, der ist hier noch, der ist hier noch. Und dann hat der Bram die Beinschere ausgepackt. Oh ja, die war richtig geil. Und dann hat Hardy nur noch geschrien. Aber es gibt auch eine ganz alte Sage, ja, wonach man sich erzählt, dass es eine Kreatur gibt, deren Mundwinkel immer nach unten gezogen sind. Und dieses Wesen wohnt allein in einer dunklen, stillen Kammer und ab und zu wird, wenn man es sehen kann, dann sind die Mundwinkel trotzdem nach unten gezogen. Ich kann keine Geschichten erzählen. Man nannte es Grumpy Pete, Junge. Das ist sein Name. Das war mein Concentration. Wenn man es auch, wenn man den Namen aussprach, wurde man selbst zu einem Grumpy Pete. Ja, du bist jetzt ein Grumpy Pete. Man konnte nie wieder lächeln. Das will ich sehen, dass du nie wieder lächeln kannst. So, ich habe gerade Kotten für dich gesammelt. Also dein Kottensammler. Ey, hier ist voll die Höhle. Kompanie, machst das. Lauft ihr gerade auch durch so eine dicke Höhle? Oh ja. So cool. Lauf einfach mal tief durch die Nacht. Bin auf einmal in der Höhle. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Als Zwerg mit grünen Haaren auf einem Bunnyreiter, auf einem Hasenreiter, auf einem Kaninchen. Hallo, ich bin ein Krokodil, was auch mal Alpaka sitzt, ja. Und dann Alter, das wäre so awesome, wenn du auf einem Krokodil reiten würdest. Ein Krokodil, was auf einem Krokodil reitet. Und wenn du das lange genug machst, dann kommen kleine Baby-Krokodile. Nice. Wäre wirklich sehr lustig. Wieso ist da oben hell? Ah, da ist ein Feuerchen, okay. Who knows? Ah, und weit und breit kein verfickter Hase. Ja, vor allen Dingen, weil man die jetzt auch richtig gut sehen kann, weißt du? Du musst ja quasi gegen einen laufen, damit du einen siehst. Du hast ja gerade den 360 vom Alpaka gesehen, ey. Der hat richtig Ride-Style. So, ich überhole ganz mal kurz unsere kleine Elfenfrau. Oh, da ist was hinter dem Alpaka her. Ich kann das aber nicht erkennen. Ja. Spy Creature. Oh, ich werde angegriffen. Wir haben gerade unser eigenes Battle. Alter, mein Bunny hat voll aufs Maul bekommen, ey. Alter, der gibt mir voll. Lol, Alter, wo ist das? Ich sehe den überhaupt. Alter, der killt mich. Niemals, ich werde dich heilen. Okay, du bist zu weit weg zum Heilen. Dammit. Wo ist der? Da oben! Halt die ganze Zeit mein Bunny, das ist echt ein bisschen doof. Ach, da. Boah, macht der Schaden. What the fuck? Okay, dann hin. Na, nice. Der hat uns fast gekillt, Alter. Laufen wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Ja, Southwest. Tap, 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 tap. Ja, Musik wäre auch mal nicht schlecht. Das hat Minecraft beispielsweise auch sehr richtig gemacht. Die hatten von Anfang an richtig, richtig gute Musik in dem Spiel. Zugegeben, die ging einem irgendwann vielleicht ein bisschen auf die Eier, aber erst nach ungefähr 5 Millionen Spielstunden. Oha, du weißt, was ich wirklich meine. Oh ja. Aber geil.
Hammergeil, heile mich. Oh Gott. Ich oh, Sepp, weißt du was, ich könnte dich mal heilen. Yeah, danke. Oh oh. Oh, was geht denn hier ab? Ein Baum drinne.